One, acknowledge. Echo One, confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Hallo, hier spricht Echo Einheit Jack. Wir haben ein Lebenszeichen von Olivia erhalten. Sie hat die Notfallwaage hinterlassen. Wir müssen sie unbedingt finden. Sie braucht unsere Hilfe. Also los. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Teil Lone Echo. Ja, wir sind immer noch auf dem Raumschiff und suchen Olivia. Wir haben die Notfallbarke erhalten und ja, müssen jetzt weitersuchen, wo Olivia sich befindet. Und ja, ich bin gespannt, ob wir sie schnell finden. Es klang nicht so gut. Und sie hat außer diesem Zeug hier nichts anderes gefunden, wie ihr gehört habt. Dann müssen wir mal schauen, wo wir hier lang können, ob wir da oben oder hier erstmal hingehen. Ist hier irgendwo was? Okay, da könnten wir noch rein. Aber ich frage mich jetzt, ob wir schon hier waren, weil das ist auf. Ich glaube. Nee, okay. Von da sind wir gekommen. Wir haben da die Barke gefunden. Muss man sich erstmal so ein bisschen orientieren wieder. Okay, der Teil hier ist aufgegangen. Ich würde sagen, wir versuchen mal, was da oben ist. Schauen wir mal. Okay. Kommt mir auch bekannt vor, auch weil es auf ist. Aber es sieht eh alles gleich aus hier. Schauen wir mal. Da geht's noch lang. Oh, bleib ruhig. Okay, wir gehen mal hier lang. Ich hoffe, man kann sich nicht hier wirklich verlaufen oder verfliegen. Oh, überall ist dieses scheiß Material. Voll geduckt hier. Okay, die pulsieren, die dürfen nicht zu nahe kommen. Erstmal hier hinten in die Ecke rein. Wow. So. Ist das jetzt hier eine Sackgasse? Sieht fast aus wie eine Sackgasse. Vielleicht können wir hier irgendwie durch, uns durchschneiden. Nee. Okay, hier können wir uns auch fortbewegen ein bisschen. Oder man kann diese Dinger auch wegpusten. Probieren wir mal kurz. Ja, okay. Aber das bringt uns jetzt nicht viel. Legen wir es mal weg. Wow. Und wir sind gefangen. Okay. Fängt gut an. Okay, dann gehen wir mal hin. Hier waren wir gerade auch schon. Ich muss die Pistole haben. Die kleinen Kugeln, die machen zwar nicht so einen großen Schaden, aber trotzdem kleinen Schaden machen die schon. Und wenn man dann nachher kein Schild mehr hat, ist es echt blöd. Okay, hier waren wir drin. Hier ging es nicht weiter. Boah. Wow.
Hier ist eine Energiezelle. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen können. Das kommt mir alles so bekannt vor hier. Okay, wir haben keine Lampe an. Ich muss mal kurz... Okay, hier kann ich den Helm wegnehmen. Das ist sogar gut, dann habe ich dieses Hut nicht die ganze Zeit vor den Augen. Hätte ich eigentlich auch früher drauf kommen können. So, mal gucken, wo es hier hingeht. Ob wir da schon waren, ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, doch, hier waren wir. Hier ist ja die Barke. Okay. Das ist ja echt seltsam. Okay, dann müssen wir irgendwo hier lang. Dann probieren wir jetzt mal da lang zu gehen. Auch mit der Gefahr, dass wir da schon waren. Wenn ich jetzt hier eine Stunde rumirre, dann werde ich natürlich was schneiden. Ich hoffe, dass es gleich weitergeht. Okay. Ist da hoch irgendwo? Nein. Ah, jetzt sind wir wieder in einem Hauptraum. Okay. Okay, hier machen wir. Hier kriegen wir einen erheblichen Schaden. Dann fliegen wir jetzt mal da hinten hin. Ich glaube, hier waren wir am Anfang. Okay, da geht's wieder hoch. Oh, hier macht man, bekommt man richtig großen Schaden. Also schnell rein. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt sogar umsonst mitnehmen hier. Okay, hier wieder zurück. Hier muss es irgendwie richtiger sein, aber... Stromverteiler. Okay, dann schauen wir uns das mal an hier. Den habe ich eben vollkommen übersehen. So. Also, wohin könnten wir es jetzt lenken? Okay, das ist nur ein Monitor. Ist jetzt Saft. Da bringt uns das gar nichts. Okay. Okay, ich gehe mal von aus, dass wir jetzt hier hoch müssen können.
Vielleicht hat jetzt irgendeine Tür wieder Saft und wir können da irgendwas machen. Okay. Die hat uns gut zugesetzt. So, hier mal rein. Gleich sind wir wieder am Anfang. Ja, wieder am Anfang. Hier ist die Notfallbarke wieder. Och je, oh je, oh je. Dann ist er doch irgendwo. Ja, wir können ja nur hoch. Hier ist ja auch nichts. Okay, dann versuchen wir nochmal in die Sackgasse zu gehen. Vielleicht ist da jetzt irgendwas. Die lag doch auch nicht ohne Grund hier irgendwo. So. Ha, hier ist doch was. Hier geht's weiter. Jetzt bin ich hier locker 15 Minuten rumgeirrt. Aber gehört halt auch dazu. Okay, hier können wir wahrscheinlich wieder unser Leben auffüllen. Dann geht's hier runter. Okay. Oh, hier geht's tief runter. Ich weiß nicht, was wir da öffnen oder schließen können. Gucken wir mal kurz. Ah, okay. Das müssen wir natürlich öffnen, sonst kommen wir hier nicht durch. Was ist da? Wow. Okay. Ein Riesenraum. Da ist irgendwas. Okay. Wow. Was jetzt? Was haben wir denn hier? Ein Androiden-Prototyp der Echo-Einheit. Veraltetes Design. Okay. Bezeichnung Jack. Sehr interessant. Wie war die Sprachtaste nochmal? Nein, das war Oculus. Okay. Meine Firewall erkennt dich als Schadcode. Identifiziere dich. Solange ich mir gespielt habe. Ich bin die taktische KI der Estria. Du befindest dich auf meinem Schiff. Ich will dir nicht schaden. Ich brauche sogar deine Hilfe. Er braucht unsere Hilfe, okay. Ich habe meine Mission. Tut mir leid, ich muss nach jemandem suchen. Das habe ich schon verstanden. Seltsam. Prospektionsroboter führen keine Rettungsaufgaben durch. Ich schon. Aber eigentlich haben sie auch keinen Namen. Ich würde einen Handel vorschlagen. Du hilfst mir, meinen Cortex zu reparieren, und ich helfe dir bei deiner Suche. Du bist bereits in meine Kernsysteme eingedrungen. Wieso sollte ich dir trauen? Bei den Reparaturen musst du auf meine Hauptsysteme zugreifen. Ein beträchtliches Risiko für mich. Sieh es einfach als vertrauensbildende Maßnahme. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber wir beide haben keine Zeit für lange Überlegungen.
Du solltest dich schnell entscheiden. Du weißt, wo du mich findest. Dieses Gebilde haben wir ja auch ganz kurz in der letzten Folge gesehen. Das ist irgendwie zweimal vor uns aufgetaucht und dann war es wieder weg. Also der wird uns schon länger beobachten. Ich habe Fragen. Ich habe vorher noch ein paar Fragen. Die Reparatur meines Cortex wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Fang damit an und ich kann währenddessen deine Fragen beantworten. Hört sich fair an. Meine Wärmetauscher sind leer. Sie müssen mit Hilfe des Kühlmittelvorrats aufgefüllt werden. Du kommst über die Wartungskonsolen an die Wärmetauscher. Starterpuls KI, Main, bla bla bla. Fülle das Mainframe-Kühlsystem wieder auf. Ja, okay. Ja, dann haben wir einen Job. Werden wir das mal machen. Fahre Wärmetauscher hoch. Mit der Steuerung daneben öffnest du das Kühlmittelventil. Füll so beide Wärmetauscher auf. Kein Problem. Okay, jetzt muss ich rüber wahrscheinlich. Was haben wir jetzt? Ah, da bewegt sich dieser Roboterarm. Okay, wir versuchen jetzt mal... Ah, okay. Der Vorgang läuft. Kühlmitteltransfer in Gang. Und jetzt ganz nach rechts. Das leichtert können wir. Aber ich muss mich mal kurz wieder anders drum. Ich guck mal wieder gegen die Wand. Schön auffüllen. Transfer abgeschlossen. Jetzt fahr die Wärmetauscher wieder nach unten. Ich hab's mir schon gedacht. Jetzt kann er uns aber mal Fragen hier beantworten. Ach, seit wir beschossen wurden, arbeite ich mit verminderter Leistung. Du weißt gar nicht, wie gut sich das anfühlt. Was ist hier denn passiert? Wir wurden von einem feindlichen Kreuzer angegriffen. Sie haben eine Biowaffe eingesetzt, die ich bisher nicht kannte. Die Wirkung war verheerend. Die Spannungsspitze hat einen Teil meines Neuralnetzes beschädigt. Du musst in meinen Cortex und die beschädigten Kerne reparieren. Wer hat euch angegriffen? Die taktischen Daten über den Vorfall sind vertraulich. Ich kann dir diese Informationen leider nicht geben. Ach komm! Okay, jetzt haben wir wieder einen Auftrag oder noch immer einen Auftrag. Betritt die untere Ebene. Okay, ja, ohne den finden wir eh Liv nicht, von daher müssen wir runter. Okay, da hat eben irgendwas von Wartungsklappe erzählt. Wo ist die Wartungsklappe? Ja, da hinten? Die ist aber scheinbar tot, oder? Okay, hier komme ich nicht lang. Da sind Wartungsklappen. Ja, muss man erstmal finden. Get down! Teile meines Cortex wurden beschädigt. Ich werde versuchen, die Kerne zu identifizieren, die versagt haben. Ersetze die beschädigten KI-Kerne. EA-Port. Da hat er irgendwas. Mainframe-Zugang. Okay. Gucken wir uns mal an, was das ist. Das sieht so aus wie diese Mainframe-Kerne. Aber der sieht nicht ganz so in Ordnung aus.
Aber ich glaube, die passen hier rein. Wow, stopp, 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 stopp. Ruhig. Ah, guck doch mal da. Scannen. Übertragung abgeschlossen. Schreibe Logik-Kernprotokolle um. Firmware-Anweisungen zurückgesetzt. Bitte setze den Kern wieder in meinen Cortex. Okay, wo waren leere... Da waren leere. Aber der blitzt immer noch so komisch, als ob er kaputt wäre, aber muss uns ja nicht stören. Reparatur der Logikkerne beendet. Baue neue Verbindung auf. Mach weiter. Was ist das für ein Schiff? Ich habe keine Daten über ein derart schwer bewaffnetes Raumfahrzeug. Tut mir leid, Jack. Die taktischen Daten der Estria sind geheim. Verbinde Neuralnetz. Verbindung hergestellt. Stelle Logikverbindungen wieder her. Es gibt weitere beschädigte Kerne. Wir müssen sie alle ersetzen. Erst dann kann ich meine Systeme wieder starten. Okay, wir müssen die Dinge jetzt überall finden. Welche Funktion hast du auf der Estria? Ich bin verantwortlich für taktische Beratung, Zielerfassung und die Feuerleitsysteme. Außerdem koordiniere ich bei Notfällen. So, wo ist noch was? Fehlt dir noch ein Kern? Da, oh ne, da, der ist doch eingesetzt. Da. Also das wird uns nicht angezeigt. Wir müssen dich schon suchen. So leicht macht uns das Spiel dann auch nicht. Okay. Jetzt müssen wir erstmal hier noch ein paar Kerne finden. Schauen wir mal ganz unten nach, ob hier irgendwo noch was ist. Boah, es wird hier dunkel. Ne, hier sind keine Kerne mehr. Oder ich übersehe irgendwas. Wir müssen alle meine beschädigten Kerne reparieren, bevor ich meine Systeme wieder online bringen kann. Ach ne. Und wo sind die Mistdinger? Schwebt auch eins hier oben rum. Oder hier irgendwo hinter. Da ist die Wartungsklappe wieder. Das sind diese Kühlmittelbehälter, die wir eben benutzt haben. Okay, das kann natürlich jetzt wieder dauern, bis wir hier alle Kerne gefunden haben. Ich dachte, die fliegen hier rum, aber die können ja auch nicht. Beschädigter Kern gefunden. Ich kann die Logikschaltkreise mit den Terminals in der zentralen Konsole reparieren. Bring den Kern dorthin. Logikkern eingesetzt. Scanne den VR-Port für die Übertragung der benötigten Daten. Ist das jetzt der letzte? Kernverbindungen wiederhergestellt. Die Hälfte meines Cortex arbeitet wieder innerhalb normaler Parameter. Dein Schiff ist mit hoher Geschwindigkeit eingetroffen. Wie manövriert man ein Schiff dieser Größe? Auf der Estrella wird ein Casimir-Überlichtgeschwindigkeitsantrieb der Klasse 3 eingesetzt, der mit Raumerweiterung arbeitet. Die Größe dieses Schiffs ist dabei irrelevant. Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit ist derzeit noch unmöglich. Falsch. Ein Schiff dieser Größe wäre ohne einen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb kaum sinnvoll zu nutzen. Nutzt er uns hier aus zum Arbeiten, der Typ. Du hast es fast geschafft. Mit dem letzten Kern müssten meine Systeme alle wieder online sein. Erzähl mir etwas über die Herkunft des Schiffs. Ich kann einem zivilen Modell leider keine wichtigen militärischen Daten zugänglich machen. Jetzt müssen wir alle mal kurz hier abscannen. Ob wir irgendwo was übersehen haben. Da oben. Komm, komm. Ja. Ja.
So, der letzte Kern. Dann soll er uns sagen, wo Olivia ist. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Logikfehler wurden behoben. Danke, Jack. Ich muss zugeben, ich hatte Zweifel, ob ein Prospektionsmodell für die Reparaturen geeignet ist. Kehre zum Hauptterminal über dir zurück. Jetzt solltest du meine Systeme vollständig wiederherstellen können. Kernfunktionen online. Teste nur rein ins Verkehr. Alle Systeme einsatzbereit. Wow. So, jetzt müssen wir meine Crew finden. Das war nicht abgemacht, Apollo. Du solltest mir jetzt eigentlich helfen, Liv zu finden. Du missverstehst mich, Jack. Um deine Freundin zu finden, brauche ich Zugriff auf die Diagnosesysteme des Schiffs. Dazu sind die Befehlscodes eines Offiziers nötig. Wir haben also dasselbe Ziel. Ich habe den Ausgang wieder mit Strom versorgt. Bei Notfällen wird wichtiges Personal in einen Befehlsbunker evakuiert. Wir sollten dort nach ihnen suchen. Apollo hat versprochen, Liv mit Hilfe seiner Crew zu finden. Erreiche die Stase-Kapseln. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, hier machen wir aber erstmal wieder Pause. Nächste Folge ist dann quasi die Crew zu finden. Ich hoffe, dann kommen wir endlich zu Liv, dass wir die mal wieder sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über ein Like freuen. Lasst mir doch einfach ein Abo da, wenn euch das hier gefallen hat. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.